Absurde Zweiklassengesellschaft in der türkischen Super League. Ein Duo geht in der Türkei voran. Galatasaray mit 75 Punkten auf Platz 1, Fenerbahce mit 73 direkt dahinter. Und dann kommt lange nichts. Der dritte Trabzonspor hat schon 27 Punkte Rückstand auf Platz 2. Gerade für Fenerbahce wäre eine Meisterschaft ein Riesenerfolg. Den letzten Ligatitel holten sie 2014. Anfang der 20er Jahre gab es in der Super League dann mal eine kurze Phase der Abwechslung. Die Meister hießen 2020 Başakşehir, 2021 Beşiktaş und 2022 Trabzonspor. Und jetzt wieder die altbekannte Dominanz mit namenhaften Spielern. Fenerbahçe auf der einen Seite sogar mit einigen alten Bekannten aus der Bundesliga. Suyuncu, Batshuayi, Dzeko und seit dem Winter auch Bonucci. Galatasaray auf der anderen Seite unter anderem mit Demirbay, Ziyech, Mertens und Icardi. Letzterer liefert sich zurzeit auch ein Duell mit Dzeko um die Torjägerkanone.